Okay. Ach, hast du Jodhook? Das hat ja letzten Dienstag, das letzten Freitag, das Sims 4 Video war letzten Mittwoch, das war auch vorletzten Mittwoch. Ach ja, stimmt ja, der macht ja jeden Mittwoch Sims 4. Ich hab's nicht vergessen, Leute. Jetzt geht's los! Hallo liebe Freunde von Sims 4. Ja, heute spielen wir wieder Sims 4. Sagt ja schon der Name. Und ja, Vincent soll mal ein bisschen Gesellschaft kriegen, einen Mitbewohner. Ja, wie er ja schon bei Sims 4 ist, er ja ein ziemlicher Frauenheld. Wie man ja sieht, ne? So. Immer der alternative Anfang. Ja. So. Und jetzt, da ist er. Ich habe mir ja letztes Mal eine coole Jacke gegönnt. Neuen spielbaren Sim hinzufügen. Bis gleich. Also das zeige ich euch gleich noch. Das ist es auch nicht. Lasst euch einfach überraschen. Gebt mir 5 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nein. So, das ist Vincent und das ist sie. Die. Gib mir nochmal 5 Minuten. Das ist die Christine. Die habe ich sehr hübsch gestaltet. Mit Ohrring. Nein! Ich stelle mich erstmal freundlich vor. Klopf, klopf, das erzählen. Gut. Ja, da habe ich die Scheiler, die habe ich ganz schön. Der ist ja dann ganz schön abserviert. Aber, tja. Das ist jetzt wieder in. Diese Klamotten sind jetzt wieder in. Wo ist das Fitnessstudio? Naja. Die denkt an ein Baby. Ja, sie. Ach, Christina. Einfach abhängen. Ein bisschen sitzen, ein bisschen quatschen, ne? Okay. Hier, so. Hoffnung, Träume an Vertrauen. Geht mal wieder alles sehr schnell. Aber hey, macht es euch im echten Leben nicht zu einfach. Ich war mal unterwegs und hab meine Tasche gesucht und dann habe ich gemerkt, sie war auf meinem Rücken. Das, Leute, das sind Dinge, die mir noch überhaupt noch nie passiert sind. Nein, das war mal in der Grundschule, ja? Da habe ich verzweifelt nach meiner Tasche gesucht. Dann sehe ich, die war die ganze Zeit auf meinem Rücken, ne? Ich weiß nicht. Bestärken. Okay. Mission ausgeführt. So. Ich fand es wirklich nett, dich kennenzulernen. Wollen wir mal zusammen abhängen? Wie sind die Pokémon? Oh! Die mag Klavier. Hey, schön, dich wiederzusehen. Konntet ihr das lesen? Natürlich, wir haben das alle mal zusammen bei mir gesehen. Nächstes Mal musst du auch kommen. Ja, Moment mal, da spielst du beliebte Fantasy-Serie. Lass uns spielen. Joaba Fieber, Zelka Buatno.
So. Das könnte echt was werden. Also, vielleicht sogar noch besser als bei Shyla. Ich bin mir immer noch sicher, sie heißt Sheila. Wow. Alles klar. Geschwindigkeiten, Showdown, Sucher, Backkandidaten. Okay. Ah, nee, das kostet Geld. Nee, da fehlen mir noch Objekte. Also oh, hallo, mein Name ist Issy Fabius. Bist du interessiert an maßgeschneiderter Mode? Ja, geil! Komm mal in mein Atelier. Komm mal in meinem Atelier. Was ist das für Grammatik? In der Parkanlage. Ach so! Na klar. Komm mal in meinem Atelier in der Parkanlage vorbei. Ja. Sorry. Ja. Dann gebe ich dir genug Model, Mode, Juwelen für die ersten Schritte. Okay. Du bist ein unentdeckter Star. Meine Designs werden dich zum Strahlen bringen. Okay. Klicken wir mal drauf. Jetzt bin ich anscheinend ein Model. Hier. Oh, nein, nein, nein! Wow! Mein neuer Arbeitsplatz ist direkt neben meinem eigenen Arbeitsplatz. Willkommen in meinem Heiligtum des Stils. Oh. Okay. Merkmal, Bus verleihen Sims, die das entsprechende Merkmal bereits haben. Ach so. U-Boot. Okay. Sogar besser, als ich gedacht habe. Habe ich das jetzt kreiert? Okay, jetzt hole ich mir ab. Ausgezeichnete Wahl. Ich möchte wissen, wie mein Meisterstück an dir aussieht. Du musst es anprobieren. Soll ich öfter? Ich habe eine Frage an euch. Soll ich jetzt öfter, wenn der redet, mit dieser Stimme reden? Muss ich jetzt hier? In diese Boutique? Ah, und Christina arbeitet jetzt beim Süßigkeiten. Ah ja. Gehen wir ein paar Küchentipps, bevor es losgeht. Oh Gott, kann ich nicht einmal was sagen, ohne mich zu versprechen? Ich habe meine letzten... Oh, das sieht nicht so gut aus. Ich habe meine letzten Gegner platt wie Pfannkuchen gemacht. Du gehst mir besser aus dem Weg. Ich hoffe, du bist kein bitterer Verlierer. Das ist einfach nur eine Zicke, ne? Sorry, das ist die Wahrheit einfach. Erhalte Prämien, indem du die erste Runde gewinnst. Oh, warte, der zeige ich jetzt. Mach sie fertig. Okay. Wieso funktioniert das ganze Spiel mit dieser nahen Animation? Ha! Absolut beeindruckend. Das ist ein großartiges Dessert. Vielen Dank. Christina hat Talent. Aha. So, jetzt hole ich mir Runde 2 spielen. Glasierte Donuts. Weiter. Warte, was? Nein. Jetzt muss sie die Donuts. Blöde Kuh, Alter. Absolut beeindruckend. Das ist ein großartiges Dessert. Vielen Dank. Runde abgeschlossen. Gut. Runde 3. Oh. Mit der Zeit ist es echt langweilig, dass sie immer sie auf sie selber provoziert. Das ist rivalistisch einfach. Mm.
so neue Objekte. Einige davon finde ich gleich gruselig. Oh mein Gott. Nee, kaufen will ich nichts. Ach, scheiß drauf, ich gehe wieder zurück. Okay. Ja, den Backwettbewerb. Nein. Das neueste Meisterstück der ausgezeichneten Architektin Valentina Seefürgen steht nun in Briny Heights zum Kauf bereit. Lebe das Leben an der Seefürde in diesem herrlichen vorgebauten Herrenhof auf 2 Etagen. Das klingt ja super. Willkommen zu unserer ersten Süßigkeiten-Herausforderung. Hä? Okay. Gucke ich mir in der Zeit mal das Video an. Hä? Toll. Ich dachte, jetzt kommt da wirklich ein Video der animierten Welt, wo die dann etwas erklärt. Ah, ist ja hier. Ach so, oh Mann. Wo kann ich? Meine Güte, mehr Glück hat beim nächsten Mal, aber keines. Vergiss nicht. Danke, Patty. Ich fühle mich wie ein plattes Soufflé. Aber ich werde wieder aufgeben. Ah, die hat schon den Slang drauf. Soll sie jetzt, okay. Ganz schön gewagt von dir, mich herauszufordern. Mein Restaurant hat 3 goldene Blumenbob-Auszeichnungen. Du machst mir keine Angst, ich bin hungrig auf den Sieg. Das sind unfassbar gute Wortwitze. Oh. So gut. Aber hier fände ich es toll, wenn ihr irgendwas in die Kommentare schreibt. Also hier fände ich es wirklich toll, wenn ihr etwas so eure Meinung über das Video in die Kommentare schreibt. Oder etwas, was zum Video halt passt. Ja, das würde ich mir schon sehr wünschen, dass ihr das mal machen würdet. Werbung ansehen. Sorry, das. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, dass ich jetzt hier aus Versehen Werbung. Okay. Den Zucker auflösen. Ich hoffe, das ist kein echtes Geld. Okay. Schnappen wir uns einen Schneebesen und gehen auf Risiko. Was für Star Wars jetzt? Achso.
Ach so, den Profi-Mixer. Ja, da sollte man sie noch nicht gleich ranlassen, die es ja anfängt. Okay. Das nicht. So. Wie ist denn? Sag. Was macht die jetzt? Ah. Das Beschwatzen. Klar, die würde ja auch mit dem Tisch reden, ne? Achso. Übrigens, Leute, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich gehe in Pfingsten ins Phantasialand. Und übernächste Woche gehe ich auch in den Freizeitpark Plon in Sachsen, in Zwickau. Eigentlich soll man sagen Zwickau und dann Sachsen, aber egal. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Vielleicht fahre ich dort auch die El Toro, also es ist eine Holzachterbahn. 23 Meter, also bedeutend kleiner als Mammut in Tripsdrill, aber ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Plon Waddle vor 2 Jahren. Kam mir relativ groß vor, obwohl es der kleinste Freizeitpark im Land ist. Im Ländle. Den Teig ausrollen. Ja, super. Und jetzt? Hä? Wieso ist... Das war wahrscheinlich meine Rivalin. Yay, ich bin allein Papi, allein Peppi. Peppi heißt Welpe. Also ich habe ja nicht vor, während mitten der Arbeit nach Hause zu gehen, aber ich bin während der Arbeit nach Hause gegangen. Okay. Leute, der Anbau kommt nächstes Mal. Da kommt dann, vielleicht könnte es eine etwas längere Folge werden. Ja, wenn ihr keine neuen Videos auf dem Kanal verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, drückt auf die Glocke. Und ja, schreibt mir gerne was rein, was zu dem Video passt. Etwas, wie euch das Video gefällt. Oder welche Stelle ihr witzig fandet. Einfach sowas. Ich würde gerne, dass ihr heute mal was in die Kommentare schreibt. Das war nicht eine sehr nette Geste, sondern bis dann.